Eine der aktuell beliebtesten Karten wäre mir doch glatt durchgerutscht. Na dann schnell, schauen wir mal rein. Und damit hallo und recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen kleinen LS22 Map-Vorstellung. Und zwar schauen wir uns heute die Galgenberg in der Version 2.0 an von, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, einem meiner Lieblingsmodder bzw. Mapper, dem lieben Yogi. Und wie man sich am Namen sicherlich schon denken kann, ist das die zweite Version der Karte. Heißt ursprünglich, ist die Karte schon ein paar Tage draußen, aber ich glaube, dass im Ende Juli nochmal diese zweite Version kam. Und da habe ich mir gedacht, da schauen wir natürlich direkt mal rein. Die Karte kommt für PC und Mac sowie für die Konsolen und ist ca. 500 MB groß. Auch ansonsten bietet uns die Karte allerhand tolle Sachen. Es sei noch dazu gesagt, ihr benötigt eine Reihe Mods, um die Karte richtig spielen zu können. Die gibt es allerdings alle im Mod-Hub. Wenn ich Zeit habe, verlinke ich die unten auch nochmal einzeln für euch. Kommt die Karte in zwei Versionen. Einmal die, normale Standardversion und eine Version Food Plus. Da ist die ganze Tierfütterung dann ein kleines bisschen komplexer. Kenne ich mich jetzt persönlich nicht damit aus, habe ich mir nicht angeguckt. Wir schauen uns die normale Standardkarte an. Wie ich das richtig verstanden habe, ist die Gegend, wo die Karte spielt, so teils real und ein bisschen erweitert, liegt am Rande der Schwäbischen Alb. Die Karte ist, wie gesagt, an die Landschaft dort angelegt und der eine Haupthof soll wohl auch real sein. Des Weiteren erwarten euch dann noch 6 weitere bespielbare Höfe, was ich finde relativ viel ist für so eine kleine Einfachkarte. Dazu noch ein Bauplatz. Wir haben 100 Felder, Wiesen und Forstgebiete, wo dann wirklich auch jeder auf seine Kosten kommt. Verschiedene Verkaufsstellen, Landhandel, Produktionen, Schrebergärten und eine Apfelplantage. Eine BGA fehlt natürlich auch nicht. Sowie ein Pferdehof. Wasser könnt ihr aus Flüssen und Teichen entnehmen. Und für Precision Farming ist das ganze Ding auch vorbereitet. Dann schauen wir uns zunächst mal noch die Produktionen und die Früchteverkaufsstellen an in der Übersicht und würde sagen, dann drehen wir nochmal eine Runde auf der Karte und ich zeige euch so ein bisschen, was für mich die optischen Highlights sind. Und das ist dann einmal die PDA von Sianze. Wir kennen in der Mitte hier die Ortschaft, die eben so nachgebaut ist, liegen ringsrum. Die Felder, die von, eher sehr klein, zum Beispiel hier Feld 4 bis doch eher Mittel reichen, was für die Größe der Karte natürlich vollkommen ausreichend ist. Sehen, haben dann außenrum noch so ein paar Sachen liegen, wie hier zum Beispiel so ein Schweinehof, hier haben wir die Kalkproduktion, die Apfelplantage. Ansonsten ist die Karte eigentlich sehr gut ausgenutzt. Wie gesagt, es gibt alles, was wir brauchen, haben dann hier außenrum noch, viel Wald für Freunde der Forstwirtschaft. warum das, ich weiß nicht, vielleicht kann mich mal jemand aufklären, was es mit diesen Namen, ob das Ortschaften sind, die dann da so liegen oder warum die Waldgebiete diese Namen haben, habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht kann mich da einfach jemand aufklären. Ansonsten sehen wir auf die Karte mit H1 bis 6, dann glaube ich durchnummer bis 7. Durchnummeriert die Höfe, die dann hier liegen. Ihr seht, da ist wirklich jede Menge los auf der Karte von den ganzen Symbolen, die ihr habt. Habt dann hier noch diesen Bauplatz. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Eine Sache, die ich so ein kleines bisschen schade finde, vielleicht, lass mich das mal ganz kurz zeigen, die ganzen, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt, die ganzen die ganzen Wälder und alles, was ringsrum ist, das ist alles eine Kauffläche. Finde ich ein bisschen schade, gerade wenn man dann so Multiplayer spielt, für was sich die Karte dann natürlich anbietet mit so vielen Höfen. Das quasi das Waldgebiet dann so alles ein zusammenhängende, kaufbare Parzelle ist. Finde ich ein kleines bisschen schade, aber ist wie es ist. Zu den Früchten und Verkaufsstellen haben wir natürlich angeführt die Standardfeldfrüchte und Produkte. Da haben wir
auch schon wie angeteasert, relativ ordentlich Verkaufsstellen, so ja, 6, 5, 6 Stück. Hier sind, sag mal, Oliven und solche Späße. 4, was ihr ja auch anbauen könnt. Ansonsten haben wir ja, weiter unten eben noch ein paar Produkte. Wir haben verbaut Klee außerdem, glaube ich. Wir haben des Weiteren eben noch Klee, Luzerne und Roggen auf der Karte verbaut, was uns dann natürlich noch so Produkte wie Kleeheu, Kleesilage oder Luzerneheu und Luzernsilage bietet. Außerdem ja, durch die Apfelplantage dann auch noch sowas wie Apfelsaft, Apfelzerste, Getreideschrot können wir noch herstellen, brauchen wir dann für ja, unsere Mischfutteranlage. Zu den Produktionen ist ein bisschen, ja, ich möchte mal versagen, so eine kleine Besonderheit auf der Karte. Die Produktionen sind teilweise ein bisschen komplexer. Wir haben ja, natürlich eine Mühle, aber die Mühle macht uns eben nicht nur Mehl, sondern wie eben gerade auch angesprochen schon das Getreideschrot, was wir dann später wieder hier unten, ich glaube, genau hier für unseren Futtermischer zum Beispiel brauchen, um die Mischration herzustellen. Genau, da haben wir hier wieder das Getreideschrot. Und so ist es alles so ein ganz kleines bisschen, ja, die Produktionen sind ein ganz kleines bisschen komplexer, weil die doch innerhalb ja, einfach so ein paar andere Produkte brauchen oder die der Produktkreislauf ein kleines bisschen anders ist. Das finde ich ziemlich cool. Haben dann also noch die Kalkherstellung, natürlich eine Biogasanlage, ein Fermentierungssilo. Natürlich, Heutrocknung finde ich auch immer sehr, sehr cool. Haben wir dann eben auch hier die normale Heu, Luzernheu, Kleeheu, Butterherstellung, Käseherstellung. Butterherstellung ist, glaube ich, auch wieder so eine kleine Mikroproduktion auf dem Hof. Und dann haben wir eben noch die Gärten, die auch allerhand Sachen brauchen. Also muss auch wieder nicht bloß Wasser reingekippt werden. Das finde ich sehr cool. Ansonsten, ja, Sägewerk, Bäckerei, relativ Standard. Und ja, die kleinen Gärten bzw. Gewächshäuser sowie die Apfelbaumplantage, was wir uns später noch angucken mit der Apfelsaftproduktion. So, und da sind wir dann auch einmal direkt auf dem, ja, was ich in meinem jugendlichen Leichtsinn jetzt einfach mal Haupthof nennen würde. Ihr seht, da haben wir auch schon viele tolle Maschinen, viele Unterstände, ja, eigentlich so alles, was das Herz begehrt. Viele Tiere sind hier auch schon verbaut. Sehen hier vorne so die freilaufenden Hühner. Haben hier vorne dann so ein Gewächshaus, so heißt's. Haben hier schon so ein bisschen, ja, was ich so als Highlight bezeichnet habe, eine Mikroproduktion. Und zwar ist das die Käse- und Butterherstellung. Das ist relativ witzig. Wenn wir das jetzt mal hier zumachen, sehen wir da. Ja, fährt dann auch noch so ein Rohr rein, der Beladetrigger verschwindet im Boden. Das ist ganz witzig, habe ich so noch nicht gesehen. Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ansonsten, ja, habt ihr überall viel Platz zum Unterstellen. Allgemein, die ganzen Höfe sind sehr, sehr individuell gehalten. Das finde ich ziemlich cool. Haben hier drinnen dann, ja, die Mischfutteranlage, ja, die auch so ein bisschen unique ist. Fest verbaut hier auf dem Hof. Ja, wie gesagt, hoftechnisch alles, was das Herz begehrt. Das Einzige, was ich jetzt sagen muss, was mir persönlich nicht ganz so krass gefällt, und ist auch eine Sache, die eigentlich bloß auffällt, wenn man jetzt mal so ein bisschen höher schwebt, der Boden wirkt relativ fleckig. Das hängt einfach damit zusammen, dass diese Schotter-Textur und diese Erdtextur, die ist jetzt meine Meinung, meine persönliche Meinung, harmonieren halt nicht so ganz so krass miteinander. Heißt, die machen nicht so schöne Übergänge und dadurch wirkt das Ganze ein bisschen fleckig. Das zieht sich auch noch ein bisschen weiter über die Karte, habe ich schon gesehen. Ich hätte vielleicht ein kleines bisschen anders gemacht, aber ist, wie gesagt, ist Geschmackssache. Ich weiß, viele stört das auch nicht. Und wenn man jetzt normal über den Boden läuft, sieht man das jetzt auch gar nicht. Ansonsten viele Triggerpunkte, ihr seht, Entlade-, Beladestellen, Entnahmestellen. Haben hier hinten noch den Kuhstall mit der Jungzuchtanlage hier drüben. Auch da überall verschiedene Triggerpunkte, wo ihr Sachen reinkippen könnt, entnehmen könnt, nicht immer bloß denselben Trigger befahren müsst. Das ist eine Sache, die ich ziemlich, ziemlich cool finde.
Und ja, wie gesagt, die Höfe recht individuell finde ich ziemlich geil. Hier haben wir jetzt schon mal so einen kleinen Stau, der verursacht wurde. Hängt damit zusammen, dass hier eine Baustelle ist, wo eine enge Stelle ist. Ja, kann passieren. Wie gesagt, weggehen, wieder herkommen, dann ist der Verkehr aufgelöst. Wir gehen direkt mal hier weiter. Weil wir schon relativ nah in der Ortschaft sind, haben also auch hier hinten noch ja, überall verteilt ein paar Silos, wie ihr seht. Immer mal dran an den Höfen. Und wo Platz ist, kleine Wiesen, kleine Weiden, kleine Felder. Das finde ich sehr, sehr cool. Ist sehr, sehr idyllisch. Und ja, holt mich einfach ab. Eine Sache, die ich sehr cool finde, hat man in den letzten Maps, die wir uns angeschaut haben, glaube ich, nicht so gehabt, dass wir ringsherum auch mal wieder ein paar Berge haben. Wie gesagt, in der Nähe der Schwäbischen Alb spielt die Karte. Ja, hier ist so eine kleine Ebene. Mit den Bergen ringsrum ist sehr, ja, wie gesagt, sehr idyllisch, finde ich sehr cool. Finde ich auf jeden Fall cool, weil ich auf jeden Fall auch weiß, dass der Yogi jemand ist, der die Berge ringsrum immer sehr cool findet und ist, glaube ich, immer auf allen seinen Karten so verbaut. Auch die Wege, die verbaut sind, Feldwege, jetzt hier, ich sage jetzt mal, so ein Wanderweg ist relativ cool. Der führt uns dann direkt hier in die Oberstadt. Wo wir zum einen schon mal wieder eine Verkaufsstelle haben und auch zu den anderen Höfen kommen. Ja, ich habe unten mal die Minimap auf. Ihr seht, haben wir jetzt dann hier unten direkt Hof 4. Ich sneak jetzt einfach mal hier so ein bisschen durch. Der wieder komplett anders aussieht als der erste Hof. Auch da habt ihr verschiedene Unterstellmöglichkeiten. Das ist relativ cool, das Ding, weil ihr einmal von außen da irgendwie viele Unterstellmöglichkeiten habt und dann hier so einen Innenhof habt. Auch so, ja, Bodentextur finde ich ziemlich cool. Das ist minimal, aber, wie soll man sagen, realistisch ausgestaltet. Ja, einfach so mal mit so ein paar kleinen Zäunen hier. Das ist so abgedeckt mit den Laternen. Es steht überall so ein bisschen Pillepalle rum, nicht zu viel. Deswegen wirkt aufgeräumt, wirkt einfach alles insgesamt sehr harmonisch, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ich sage auch gleich, wir gucken jetzt nicht alle Höfe durch, haben dann hier hinten noch ein bisschen weiter Unterstellmöglichkeiten. Ansonsten, ja, Ortschaft auch relativ cool, sehr verschieden, wo ich immer Wert drauf lege, ist großteils auch eingezäunt, ja, macht das für mich immer ein bisschen realistischer. Topografisch auch natürlich sehr, sehr cool gehalten. Gehen ein bisschen hoch, gehen ein bisschen runter, ist nicht einfach alles Planie. Wisst ihr, ist auch eine Sache, die ich sehr cool finde. Schauen vielleicht nochmal hier zum Hof 5. Haben da hier so eine ziemlich coole Zufahrt. Auch dann mal hier so mit so, ja, da machen wir so ein paar Bretter, weil da halt hier Wasser hier rausläuft. Solche kleinen Sachen, das finde ich so cool. Haben halt hier so einen kleinen Wasserablauf. Und da sind wir auch ein bisschen nass hier. Und merkt man einfach, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Haben dann einfach hier so eine Rinnsalführung über den Feldweg, wo es dann hier noch weiter versickern kann. Nachbar freut sich auf jeden Fall, wenn die ganze Suppe zu ihm läuft. Aber ihr wisst ja, so ist es halt einfach manchmal. Genau, gucken dann nochmal hier hoch zu dem Hof. Zufahrten, wie gesagt, immer relativ cool. Hier haben wir so ein bisschen das andere Extrem, ja. Haben wir so viel so Schotter und dann zwischendrin die Erdtextur. Stelle ist mir auch aufgefallen, ist so ein bisschen, also gerade die Außenweiden, sind immer, wenn man es voll macht, ich glaube, ich habe das jetzt hier relativ voll gemacht mit Kühen, ist immer ein bisschen, ja, ich sag mal so, ne, stehen sich teilweise ein bisschen auf den Füßen, aber ist halt wie es ist, ist bei den Standard-Chines-Karten jetzt auch nicht anders, wenn sie wollen, drinnen wäre noch ein bisschen Platz. Auch hier bei dem Hof, ja, seht ihr habt wieder einen sehr, sehr individuellen Hof im Gegensatz zu dem anderen. Also wirklich nicht einfach mal so Sachen hingeknallt, sondern ja, ist alles recht individuell, ist sehr cool. Auch hier mit den Kanten, dann habt ihr mal einen Hof, der hier so ein bisschen so, ja, man möchte fast sagen, so halt so über dem Dorf thront. Und auf jeden Fall sehr, sehr stimmig, finde ich sehr cool. Deswegen Zufahrten hatte ich schon erwähnt. Ist sehr nice. Ja, habt dann auch hier wieder von der Seite noch so, wo ihr euer Silo habt und verschiedene Sachen mit dieser Textur, Baum in der Mitte. Es sieht sehr, sehr schön aus. Und auch wenn das jetzt irgendwie, ja,
scheinbar nicht der Hof ist, oder weil ich weiß es jetzt nicht, aber eventuell nicht der Hof ist, der Realität nachempfunden ist. Es könnte halt wirklich so sein, man kann sich das vorstellen, man fühlt es einfach und das ist, ja, einfach so das Wichtigste für mich bei einer Karte, finde ich. Überall dazu haben wir auch noch so, ich nenne es jetzt einfach so ein paar optische Highlights, wie zum Beispiel die Kirchner Mühle. Das ist natürlich ja, eine Mühle, die ihr im Spiel nutzen könnt, aber wie die halt in die Karte integriert ist, direkt an so einem Wasserlauf, wo wir halt auch so zwei ja, Wasserfälle haben, was einfach Spaß macht zu erkunden. Klar, könnte man da irgendwie so eine Mühle hinsetzen als Verkaufsstelle, aber das ist schon ziemlich cool. Haben dann zentral im Ort auch diese ja, Kirche mit Friedhof, wie gesagt, ist nichts, was man jetzt für einen Landwirtschaftssimulator zum Spielen per se braucht, aber ist natürlich schon relativ cool, gerade wenn man so einen Ort hat, der halt so das Zentrum von so einer Karte bildet, dass es dann auch schön ausgestaltet ist, dass es einfach ja, realistisch wirkt und dass es dann auch im Spiel Spaß macht. Hier haben wir zum Beispiel auch nochmal ja, die Bäckerei. Und ja, das ist, glaube ich, einfach nochmal das Standard-Bäckergebäude. Aber wie es halt hier integriert ist in diese Karte, das ist halt dann einfach schon ja, speziell, wie das hier ausgestaltet ist. Und ja, ist einfach super cool. Interessant auf der Karte ist dann auch die Apfelbaumplantage, die ich bei den Produktionen schon mal kurz angesprochen hatte, befindet sich dann hier nördlich der Stadt, sage ich jetzt einfach mal. Und das Besondere ist halt, dass jeder Baum quasi eine eigene Produktion ist, die ihr mit Wasser und Mist versorgen müsst. Und dann daraus eben die Äpfel entstehen, die ihr dann zur Apfelsaftfabrik fahren könnt. Und da dann ja die Apfelzeste und Apfelsaft entsteht. Dann haben wir im Westen der Karte als Highlight und, ja, sagen wir mal, Schmankerl für alle Mining-Freunde noch die Kalkherstellung. Was ein sehr, sehr cooles Gebiet ist, weil das wirklich sehr imposant wirkt, muss man wirklich sagen. Habt dann hier eine kleine Zufahrt und könnt hier dann ja, noch verschiedene Sachen abbauen bzw. Kalk herstellen. Ja, ist so von seinen Ausmaßen so schon eine sehr interessante Sache. Ist auf jeden Fall mal was anderes als irgendein Loch, wo dann halt ein bisschen Kalk oder irgendwas zum Abgraben hingeschüttet ist. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Und für jeden was, der da halt zwischendrin auch mal ein bisschen Spaß am Buddeln hat, auch hier habt ihr schon ein bisschen Werkzeug parat stehen, mit dem ihr dann sofort anfangen könnt. Und dann gehen wir vielleicht abschließend noch mal eine kleine Runde durch den Wald, beziehungsweise biegen mal hier von der ja, von diesem Feldweg in diesen Waldweg ab, weil ja, ein relativ großer Teil der Karte, muss man schon sagen, ist mit Wald bedeckt, was natürlich Forstfreunde sehr, sehr freut. Und ihr seht auch, der Wald per se ist sehr, sehr cool ausgestaltet. Ja. Er ist jetzt nicht super dicht, ist aber definitiv kein Nachteil. Ja. Ist natürlich, spart natürlich Kapazitäten, Rechnerkapazitäten. Heißt, für Leute, die auch nicht den neuesten Rechner, die neueste Grafikkarte haben, sollte das Ding sehr, sehr gut spielbar sein. Wie gesagt, kommt bloß mit 500 MB. Haben auch verschiedene Wege gesehen. Jetzt haben hier den, was ich vorhin so als Wanderweg, festen Wanderweg bezeichnet hätte. Geht dann hier jetzt doch schon ein bisschen mehr an so einen Waldweg über mit so Fahrspuren. Ja, haben verschiedene Holzsachen, auch interessantes Unterholz, ja, mit ein bisschen Gebüsch und so Sachen. Und auch immer so ein paar kleine Deko-Objekte, wie hier diese Holzablagestellen. Ja, wie gesagt, es ist viel Wald auf der Karte. Leute, die Forstwirtschaft toll finden, können sich hier natürlich austun. Ihr könnt auch noch verschiedene Holzproduktionen. Ihr habt ja noch dieses eine Bauland zum Beispiel. Da könnt ihr ja noch was hinsetzen, was euch gefällt. Und könnt dann hier, denke ich, auch ganz gut ein paar Bäume umschmeißen und irgendwelche Holzsachen produzieren. Ja. So, Tabula Rasa, was lässt sich zusammenfassend zu der Galgenberg sagen? Was ist meine Meinung dazu? Es ist eine wunderschöne Karte, ja. Die trotz ihrer Kleinheit, in Anführungszeichen, mit diesen vielen Höfen, eine super Multiplayer-Karte ist und die uns im Prinzip alle Spieleigenschaften, alle Spielgrundlagen bietet, die man im LS22 nutzen kann oder möchte.
Besonders herausstechend sind dann neben diesen vielen individuellen Höfen auf der Karte für mich vor allem diese, ja, einfach der Produktionskreislauf mal so ein bisschen anders ist und die Produktionen so ein bisschen anders ineinander integriert sind, was ich ja sehr, sehr cool finde. Ansonsten ist die Karte natürlich sehr, sehr liebevoll ausgestaltet, wirkt sehr natürlich und ja, sehr, sehr human. Was mir besonders gut gefällt, wenn man auf der Karte ist, man fühlt sich direkt wohl. Es holt einen einfach irgendwo ab und man kann richtig gut in die Karte eintauchen. Es gibt so ein paar Bodentexturen, wie ich es schon angesprochen habe, die ich vielleicht ein bisschen anders gewählt hätte oder so, aber das ist eine persönliche Meinung. Von daher möchte ich das jetzt nicht speziell irgendwie als negativen Punkt ausweisen. Die Galgenberg 2.0 kommt damit auf eine Bewertung von 88,0 und liegt damit natürlich auf Platz 8. Das macht unterm Strich eine 4,5-Sterne-Karte. Okidoki, dann soll es das mal von mir, von hier für euch gewesen sein. Wie gesagt, alle Infos und der Download-Link unten in der Beschreibung. Schaut euch das Ding auf jeden Fall mal persönlich an, holt euch eine eigene Meinung. Ja, glaubt nicht immer bloß das, was andere sagen. In dem Sinne wünsche ich euch noch ein schönen Resttag, schönes Restwochenende, was auch immer. Bleibt uns auf jeden Fall gewogen. Schaut mal bei einem Stream vorbei und guckt den anderen Spaß hier auf dem Kanal. Kommt in Discord, lasst ein Glöckchen da und eine Bewertung. Nein, lasst eine Bewertung da und drückt das Glöckchen. Bleibt doch mal auf dem Laufenden. Ansonsten, ja, soll es das von hier irgendwie sein. Macht's gut. Ciao.